Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir stehen hier noch in Elbing auf der bei Globeur und wir schauen mal, wohin die Reise uns von Elbing in Polen aus uns als nächstes hin verschlägt. Ich muss auf alle Fälle noch mal ein bisschen mehr nachher wieder aufnehmen, um wieder ein bisschen mehr drin zu sein. Ich weiß nämlich gerade selber nicht mehr, ob wir haben 76.977 Dollar, Euro. Hubschrauber Ring 429 von Elbing nach Kunda, Estland, ist der beste Auftrag, den wir hier haben. Und wir haben auch eine gute Strecke, 899 Kilometer. Dann, schon können wir fahren. Wir müssen auf alle Fälle nochmal pennen. Ich glaube, wir werden ja wahrscheinlich hier bei Riga uns aufs Ohr hauen. Nehmen den Auftrag an und fahren auch erstmal hin. Auf geht's. Ja, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Geld ja wieder einfahren. Ja, wie viel 1000 bekommen wir nochmal dafür? Wir haben einfach nicht angenommen. Das sehen wir noch nicht. Geht wieder weiter los mit den Leggies. Oh. Nimm diese Ausfahrt. Na klar. Einfach mal fahren. Wollen wir das Ganze ab. Gott, oh Gott, oh Gott, ich merke schon. Gott, dass ich heute nur ein kleines bisschen davon aufnehme. Das war eine schöne Fahrt. Denn. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt, wenn wir. Okay, wir können das natürlich auch ein bisschen verändern, aber. Wir fahren vom Aero Club. Vom Aero Club. Elblaski. Zu einer russischen Firma, zumindest sieht es so aus, in Kunda, Estland. Wir können das ja prinzipiell hier verändern, aber da wir ja eh unseren eigenen Truck haben werden, nehmen wir einfach das, womit wir, was wir halt hier quasi haben. 33.000 bekommen wir für den Auftrag, wenn wir ihn abliefern. Da vorne haben wir die Fracht. Loslegen. Wahrscheinlich dürfen wir auch gar nicht mehr so schnell fahren, oder? Doch, wir dürfen 80 fahren, sowohl auf der Autobahn als auch. Weil wir haben keine Überbreite, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Genau. Mal gucken, wo wir ungefähr pinnen. Wie gesagt, wahrscheinlich so bei Riga. Ich würde ja sagen, fahren wir hier raus. Ups. Dann können wir auch vielleicht sogar da tanken. Okay, wir fahren los. Okay, wie war das? Fahrt aber bis zum nächsten Wegpunkt 8. 8 Stunden. Das passt ja sogar wie Faust aufs Auge. Wobei wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir vorher pennen. Wir schaffen das nicht ganz bis zu dem Ort von Riga. Kurz vor Riga. Wir müssen das dann. Hier können wir uns nicht wirklich aufs Ohr hauen. Vielleicht, vielleicht nicht. Noch was müssen wir dann hier raus. Aber dann sehen, wenn wir da vorne noch pennen können. Ich glaube, ich mache das auch mal sicher, dass wir dann nochmal als Wegpunkt. Gott, oh Gott. So als erster Wegpunkt. Wenn wir dort pennen können, können wir dort pennen wir dort. Wenn wir dann nicht die Möglichkeit haben, dann haben wir halt nicht die Möglichkeit. 900 Kilometer. Bis. Nach Kunda. Thank you.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dann wollen wir mal wieder ab auf die Autobahn und wieder schöne Strecke fahren. Oha, knapp. Achtung, ein bisschen achten eng. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin ein bisschen dran gewöhnt mit einem Volvo. Ja, war richtig. Gott, oh Gott. Was für ein interessantes Ding. Von rechts kommt nix. Schön langsam eine Kurve rum, damit wir nicht irgendwie aufsetzen. Dann haben wir jetzt ab auf die Autobahn. Wieder mit 70 dürfen. Sprich 80. Please stop it. Dankeschön. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oha. Weiter nur mit 70. Okay. Dann machen wir das auch und fahren hier mit 70. Durch die Landschaft. Mal schauen, ob es nicht lädt. Okay, lädt wieder nach. Wunderbar. Lädt sogar so nach, dass die Festplatte wieder schön am Arbeiten ist. Aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt von ETS 2. Das wollte ich gar nicht. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Wir haben es, ob wir sogar da noch nachgucken können, wir haben es 18:06 Uhr, das heißt, es ist sogar Nacht. Und da vorne haben wir schon die erste Maut. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wir fangen jetzt nämlich von Polen nach Russland rein. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Okay, wir haben keinen Retarder. Wir sind Trucks, wir müssen ja rechts rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ob ich so gefahren bin mit dem Navi-System an oder nicht. Beim nächsten Mal vielleicht mal schauen. Jetzt haben wir auch noch eine Kontrolle, wunderbar. Ist ja praktisch, dass ich das alles so ohne Zeitprobleme gerade aufnehme. Oh, sogar eine Firma aus Italien hier. Werden wir unsere Papiere geprüft. Die Grenzkontrolle. Perfekt, alles in Ordnung. Kommen wir weiter. Das erste Mal in Russland, auch wenn wir nur kurz durch Russland durchfahren, noch gar nicht in den tiefen Kern von Russland reinfahren, sondern demnächst rechts abbiegen. Grenzüberschreitung, Einreise nach Russland. Und rechts ab. Ganz kurz durch Russland fahren, um halt hoch nach Estland zu fahren. Von Polen aus. Wow,
ordentliche Spots zum Schlafen hier. Dann haben wir hier nochmal eine Grenze. Können wir auch rechts oder müssen wir links? Wir können auch rechts. Wir können sogar noch ganz rechts. Na, okay, jetzt bleiben wir einfach. Hier, der fährt aber jetzt auch wieder weiter. Und dann müssen wir auch nochmal hier halten, dann werden nochmal unsere Papiere geprüft. Als letzten Mal. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das kriegen wir doch hin. Richtung Kaliningrad. Unser Schiff mitgenommen, ich weiß es nicht. Und wir erreichen Russland, in den Städten dürfen wir 60. Wir fahren auch irgendwann nochmal ins Herz von Russland rein. Bin ja sehr gespannt, wann. Wir fahren jetzt mal nach Estland hoch. Da bestünde ja die Möglichkeit, dass wir ja 70 fahren. Wir dürfen wir eh nur maximal 80. Mit dem Trailer jetzt. Von daher auch nicht so wild, wenn wir hier durch Russland nicht ganz so schnell fahren. Dann haben wir eine Baustelle. Was unter 30 geht, eieiei. Haben wir ja schön vorbei. Was auch hier gebaut wird, hier rechts haben wir auch nochmal eine Straße. Und dann dürfen wir jetzt wieder beschleunigen auf 70. Eine interessante Überführung. Beziehungsweise eine interessante Brücke. Eine Brücke ohne Sinn und Verstand. Wenn man so möchte. Okay, die Straße wird ja scheinbar. Hier wird scheinbar eine Straße gerade gebaut und wir fahren schon wieder durch die nächste Stadt. Kleines Dörfchen zumindest durch auf dem Weg nach. Geradeaus. Gott, Gott. Kaliningrad. Oder wo sind wir denn gerade? Wir sind sogar bei Kaliningrad. Wir werden dort erwartet. Zur Eastern European Time. Und am Donnerstag um und dann bleiben sie immer geradeaus. 7.37 Uhr wird dort erwartet, aber wir werden ja nochmal uns aufs Ohr hauen. Wir fahren jetzt nicht nach immer Kaliningrad geradeaus rein. Es ist so nice, dass man auf der gegenüberliegenden Seite auch noch eine Ampel hat, durch die man auf die man achten kann, sodass man auch wirklich die Ampel sieht. Ah, schon nice. Fühle ich sehr. Da kann man immer die Ampel sehen, ohne dass man jetzt irgendwie sich den Hals verbiegen muss. Also wie gesagt, wir haben aktuell schon jetzt mittlerweile, wie näher wir halt wirklich, wir fahren ja nordöstlich, ne? So. Ja, wir fahren nordöstlich. Von Elbing aus quasi nordöstlich. Halt nach Kundu. Was ist Kundu? Kunda. Na dran. Von daher. Weiter gen Osten heißt weiter und näher an Russland ran, wodurch wir halt auch wirklich ins Herz von Russland fahren könnten.
einmal links, wir haben ja noch gerade Tempo drauf. Immer geradeaus. Auf die Autobahn, da dürften wir sogar prinzipiell 90. Aufgrund des Trailers fahren wir aber nur 80. Oder 81 jetzt in diesem Fall. Schön über den Fluss rüber. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Halten wir es mal rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. War da ein bisschen zu stark ein Eisengang. Immer geradeaus. Aber die Lecks machen es auch gerade nicht unbedingt ungefährlich. Die Festplatten-Lecks mal wieder. Fürs Rauflassen. Vielleicht werden die bald ein bisschen weniger. Aber ich denke mal. Gang höher können wir ruhig nochmal gehen. Und wir fahren wieder auf eine Landstraße. Hier noch ein paar Ölbohrtürme oder Ölfördertürme. Weiter Richtung Kaunas? Kaunas? Nee, haben wir nicht. Ich war zu schnell. Wir fahren nämlich jetzt Richtung Sowetsk. Die Bremsen sind zu stark eigentlich. Es geht ja schon echt heftig runter. Zumindest ging es gerade ziemlich heftig runter. Schon wieder ein paar Hügel hier bergauf und bergab. Ah, Ortschaft durch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die wir nur mit 40 fahren dürfen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da gehen auch die Lichter hier schon im Dorf an. Achtung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Denkmal für die Soldaten von 1945. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das kriegen wir hin. Oh, hier haben wir sogar eine Tram, die durchfahren könnte. Vielleicht sie auch durchfährt. Nimm diese Ausfahrt. Und weiter Richtung Sowetsk. Aber nicht zu schnell. Wir wollen ja nicht geblitzt werden. Wir dürfen aber schon wieder 60. Dann werden wir auch gleich wieder 70 fahren dürfen. Und nicht jetzt. Ab in den Wald hinein. Wir haben noch so einen Parkplatz, wo wir pennen könnten. Wir müssen halt echt dringend tanken bald. Das ist auch geil hier im Wald. Wir müssen halt echt bald auch tanken. Haben nur noch Tank für 515 Kilometer. Die schaffen. Wir brauchen halt. Wir müssen halt tanken, bevor wir in Kunda ankommen. Auf 40 Kilometer pro Stunde. Dann wir durch das nächste Dorf durchfahren. Dürfen wieder 60 Kilometer pro Stunde. Aber ich muss mich mal echt wieder dran gewöhnen, ein bisschen mehr mit Motorbremse runter zu bremsen, damit wir keinen Retarder drin haben.
um nicht ganz so abrupt zum Stehen zu kommen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Wahrscheinlich weiter Richtung Sowetsk. Da haben wir schon gleich die nächste Grenze. Wir gehen nach links ab. Nee, Richtung Swalyei. Und auch Richtung... Okay. Auch doch Richtung Sowetsk. Jetzt haben wir hier eine Tanke, dann tanken wir nochmal hier, bevor wir Russland wieder verlassen. Neu berechnen. Oh, da tanken wir. Ist das sogar nett hier, dass wir hier tanken? Boah, dass wir uns irgendwie stoßen können. Einmal voll tanken, bitte. €55. Und weiter geht die wilde Fahrt zum nächsten Grenzposten. Also liegen bleiben wir auf alle Fälle jetzt nicht mehr. Haben ja vollen Tank. Und wir erreichen Sowetsk. Immer geradeaus. Der ist aber da durchgerast, obwohl das ja eigentlich Vorfahrt gewähren hatte. Demnächst rechts abbiegen. Ich würde sogar gerade schneller fahren, als ich eigentlich fahre. Aber es geht ja gerade eher Richtung Litauen. Ich habe das einfach zu heftig eingestellt. Ich muss die nochmal nachjustieren. Mache ich dann zwischen den Folgen. Bei der nächsten Folge sollte es dann anders sein. Angenehmer, wenn man so möchte. Immer geradeaus. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Grenzposten. Ja, jetzt hier rechts, aber geradeaus. Ich glaube, wir sollen jetzt rechts rum, ne? Sondern wie gesagt, rechts rum. Ja, ist auch. Gedingst. Demnächst links abbiegen. Und mit Gedingst meine ich hier. Wir durften nicht in die Richtung reinfahren. Nein. Ich will nur die Papiere zeigen. Ich wollte den Motor ausschalten. Oh. Achso. Ich war gerade etwas verwirrt. Ich mal jetzt auch ein Polizeiauto hier durch. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist ja ein nices Ding. Vor allem mit der nächtlichen Beleuchtung. Und wir erreichen Litauen. Müssen wir auch noch mal herkommen bei Nacht. Was sich auch stark aus dem Sonnenuntergang. Geiles Ding. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre sogar schon direkt wieder zu schnell.
Achtung, Peitschen haben wir noch. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben so noch ein ganz schönes Stück bis zum Ort, wo wir uns aufs Ohr hauen wollten. Weil wir müssen. Ja, puh. Müssen wir uns ja gerade noch ein bisschen sputen. Papiere sind in Ordnung. Dann können wir hier mal wieder raus. Dann kommen wir hoffentlich gleich ein bisschen schneller voran. Dürfen wir mal überraschenderweise sogar 50 fahren. Quasi, was ist überraschenderweise? Wir sind gerade nach Litauen rein, Mensch. Erstmal 300 Mal dasselbe Schild. Nur um sicher zu gehen. Dass Leute das auch gesehen haben. Jetzt dürfen wir 80 fahren. Ich dachte, wir sind so gefahren beim letzten Mal. Wäre ich denn ja beim Schnibbeln. Eventuell sehen wir es von mir prüfe. Wie gesagt, Bremse werden später nochmal justiert. Eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um zu pennen. Oh, stimmt. Ach, wir sind ja, wir fahren ja weiter Richtung nördliche Hemisphäre. Da ist es ja noch länger hell. Oder was gut. Hell ist es nicht, aber heller. Heller als stockfinster. Jetzt werden wir. Okay, jetzt. Okay, wir sind jetzt in einer neuen Zeitzone. Das heißt, wir werden jetzt erwartet. In der Eastern European Summertime um 9.02 Uhr am Donnerstag. Oder werden wir dort sein? Werden wir so weiterfahren, aber wir müssen uns aufs Ohr hauen. Wie gesagt, dauert nicht mehr lange, dann sind wir schon bei unserem Schlafplatz für die Nacht. Wahrscheinlich fahren wir auch durch die ein oder andere Ortschaft durch, oder zumindest ran vorbei. Dann vorbei wäre geiler. Muss ich nochmal gucken, ne? Wir können noch 3 Stunden fahren. Haben dann aber am nächsten Tag auch wieder ein bisschen mehr. Ich würde sagen, beim nächsten Stop halten wir an und legen uns aufs Ohr. Eieiei. Bitte links halten. Das muss wehgetan haben. Oh, please. Das war so klar. Neue Route finden. Okay, dann pennen wir gleich hier vorne. Und fahren dann beim nächsten Mal halt ein bisschen länger, oder? Ist ja auch nicht verkehrt. Haben wir dann beim nächsten Mal wieder eine längere Folge? Oh Gott. Nämlich auch ein bisschen was im Voraus auf. Platz habe ich aktuell. Okay, lass uns eine neue Route. Das ist einfach zu abrupte Bremsung für meinen Geschmack.
Dann beenden wir hier die Fahrt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Outrun Simulator 2 Video wieder, wenn wir die Fahrt weiter nach Kunda vorsetzen, um den Hubschrauber abzuliefern. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Outrun Simulator 2 Video.